Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher im Bereich der vedischen Astrologie. Ja, ehe wir uns der Deutung der Transite für den Monat August 2017 des jeweiligen Aszendenten zuwenden, erstmal ein paar wichtige, kurze, brisante Informationen. Erstens, falls Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja, weil den brauchen Sie, denn die Deutung wird anhand Ihres Aszendenten vorgenommen, ja, nicht von Ihrem Sonnenzeichen aus, was Sie von der westlichen kennen, sondern die Deutung basiert auf Ihrem Aszendenten. Dann biete ich Ihnen gerne an, dass Sie Ihren Aszendenten bei mir gratis mitgeteilt bekommen. Sie brauchen nur unterhalb des Videos auf einen Link gehen, mir Ihre Geburtsangaben schicken und schon teile ich Ihnen kurzfristig Ihren Aszendenten mit, damit Sie wissen, welches der 12 Videos, ja, ob Widder, Stier, Zwilling und so weiter, wichtig für Sie ist oder das Richtige für Sie ist, weil die Deutung legt Ihren Aszendenten zugrunde. Außerdem können Sie mit diesem Link auch Ihren Seelenplaneten anfragen, der am meisten über Sie aussagt und sogar wichtiger ist als wie Ihr Aszendent. Sie bekommen auch eine Seite Deutungstext dazu. Auch dazu können Sie diesen Link verwenden und dann teile ich Ihnen Ihren Planeten, der Ihre Seele beschreibt, auch gratis mit. So, dann zweitens. Immer mehr schließen sich der Gruppe auf Facebook an, wo auch schon viele Deutungsvideos zum Wassermann-Zeitalter, zu aktuellen Weltereignissen, zu Donald Trump, zu Spiritualität und so weiter gepostet wurden. Und täglich gibt es dort die astrologische Zeitqualität, damit man weiß, ob dieser Tag auch gut ist für bestimmte Aktivitäten. Sie können mich finden auf Facebook, indem Sie einfach eingeben im Suchfeld vedische Astrologie und dann können Sie dieser öffentlichen Gruppe gerne beitreten. Daneben finden auf Facebook noch weitere interessante Dinge statt. Dann drittens, Achtung, im Monat August haben wir zwei Finsternisse. Und zwar eine partielle Mondfinsternis am 7. August und eine totale Sonnenfinsternis, die zwar nur 2 Minuten in etwa dauert und auch nur primär in den USA gesehen wird, aber trotzdem haben wir diese beiden Finsternisse auch astrologisch, sogenannte Eklipsen. Und die vedische Astrologie empfiehlt in der Zeit, 3 Tage vor einem Finsternis und am Tag der Finsternis und 3 Tage nach einer Finsternis keine neuen Dinge zu beginnen, die für Sie von Wichtigkeit sind und keine Entscheidungen von Bedeutungen zu treffen, denn das Risiko des Scheiterns ist weitaus höher, wenn man das in dieser Zeit 3 Tage vor oder 3 Tage nach oder sogar am Tag der Finsternis machen würde. Ja, das bedeutet nichts Schlechtes für das Weltgeschehen. Ja, das möchte ich jetzt gleich mal aktuell dazu sagen, sondern es ist mehr in dem Zusammenhang zu sehen, an solchen Tagen, also in diesem Zeitraum, keine neuen wichtigen Projekte in Gang zu setzen. Ja, weil wenn das Licht der Königin, das ist der Mond, und das Licht des Königs, das ist die Sonne, verfinstert wird, sind die Erfolgsaussichten ihrer Vorhaben deutlich gemindert oder schlagen fehl. Dann viertens, ja, ich lade Sie ein, das Mysterium Ihres Lebens zu erforschen, und zwar anhand des Studiums der vedischen Astrologie. Was gibt es Spannenderes als Ihr Leben, Ihre Bestimmung, Ihr Schicksal, Ihre Lebensaufgabe, Ihre Berufung, ja, und sich selber und das ganze Leben in der Tiefe zu erforschen
um damit zu einem sinnerfüllteren, glücklicheren Leben finden zu können. Und dazu können Sie sich mit diesem Link hier, der hier eingeblendet ist, ja, können Sie sich Gratismaterial von der Schule anfordern, um mal reinschnuppern zu können. Das kostet Sie nichts. Und hier bekommen Sie zwei Lehrbriefe mal als Muster zum Herunterladen und sogar zwei Lehrvideos, wie die Unterrichte, die ja alle übers Internet verfügbar sind, ja, wie diese vedische Astrologieschule gestaltet ist. Okay? Also, ich lade Sie ein, erforschen Sie das Mysterium Ihres Lebens. Ja, dann legen wir aber los. Wie schaut es jetzt aus mit der planetaren Großwetterlage im August 2017? So, für Aszendent Steinbock, August 2017, jetzt die planetare Großwetterlage. Dazu erstmal den Chart, dass wir sehen, wie sich die planetaren Kräfte verteilen, ja, in welchem Lebensbereich die ihr Bewusstsein stimulieren wollen, nämlich dem achten Haus. Sehen Sie mal, hier haben wir wichtige Planeten darin. Das heißt, Themen des achten Hauses werden eine größere Rolle spielen für Sie im Monat August. Ja, was bedeutet das nun im Einzelnen? Lassen wir hier mal den Chart einschweben und beginnen auch gleich mit der Sonne. Nun, die Sonne steht ja für Ihren Lebenspfad, womit Sie beschäftigt sind, und sie durchläuft die meiste Zeit im August, ja, die ersten knapp gut 3 Wochen, das Haus 8. Das achte Haus ist das Haus der Schwächen und bringt sie mit ihren dunklen Seiten, mit ihren Schwachstellen mehr in Kontakt. Und dies kann sich in der Form äußern, dass ja Dinge dann im Außen eben nicht so laufen, wie es für sie wünschenswert wäre. Gleichzeitig, ja, muss ich immer wieder sagen, ist das aber ein verborgener Segen, denn Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Es geht nicht darum, jetzt dann groß auf den anderen loszuziehen, was aus ihrer Sicht bei anderen Menschen meinetwegen nicht in Ordnung ist, sondern wenn sie merken, dass bestimmte Dinge nicht so laufen, wie sie wünschen, dass es für sie gut laufen würde, dass sie sich überlegen, warum das in ihr Leben gekommen ist, ja. Und also als Beispiel, ja, ganz vereinfacht dargestellt, meinetwegen kommt zu wenig Liebe in ihr Leben, dann hat es auch was damit zu tun, wie viel Liebe sie sich selbst geben, ja, wie es mit ihrer Selbstliebe ausschaut, ja. Oder wenn Sie die Erfahrung machen, dass es etwas fehlt, ja, dann wäre die Frage, was hat das mit Ihnen zu tun? Und das Haus 8 ist also ein Haus der Schwächen, ein Haus der unvorhersehbaren Ereignisse, ein Haus, das ja, Sie eben mit Ihren Dunkelseiten auch konfrontieren kann. Und so kann das achte Haus auch sehr oft einen veränderten Lebenskurs herbeiführen, weil unvorhersehbare Ereignisse sie in diese Richtung stimulieren, ja, vielleicht weniger motivieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass das achte Haus nicht nur ungünstige Bedeutungen hat, sie durch, ich sage mal, in Anführungsstrichen etwas durch blaue Flecken in eine andere Richtung zu schubsen oder zum Nachdenken zu bringen. Sie könnten das ja auch freiwillig tun, ne? Indem Sie sagen, ich beschäftige mich jetzt mal mehr mit meinen Schattenseiten. Ich beschäftige mich mit der Psychologie. Ich beschäftige mich mit Esoterik. Ja, das tun Sie ja auch gerade, denn die Astrologie ist ja eine esoterische Disziplin. Denn das achte Haus steht auch für diese Themen, ja, also Psychologie, Auseinandersetzung mit dem Tod, Mystik, Psychologie, Schattenarbeit. Denn indem Sie sich mit Ihren Schwachstellen beschäftigen und versuchen, darin besser zu werden, diese zu meistern, erschaffen Sie ein besseres
Morgen und ein besseres Übermorgen und brauchen nicht durch irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal, transformatorischen Impulse von außen geschubst werden, ja, was eher etwas schmerzhafter ist. Deswegen mein Rat, den Monat August die innere Arbeit zu intensivieren und mehr daran zu arbeiten, Schwächen zu überwinden, zu lernen, ja. Und Sie wissen ja, es gibt ja die verschiedensten Qualitäten, die uns ja daran hindern, zu unserer Größe, zu unserer Stärke zu kommen. Meinetwegen Gier, Neid, Ungeduld, Lust, Ärger, ja, nur Zorn, nur mal ein paar zu sagen. Und solange wir diese Dinge noch nicht gemeistert haben, dass sie uns zumindest nicht mehr behindern, werden uns im Außen Ereignisse geschehen, die weniger wünschenswert sind, um uns aber in unserem Fehlverhalten zu korrigieren. Ja? So müssen wir diesen Spiegeln im Außen eigentlich mehr oder weniger dankbar sein. Und der Monat August ist so eine Zeit, wo Ihnen das ein oder andere, was nicht so läuft, eben besonders gespiegelt werden kann, um in ihrem Verhalten etwas zu ändern. Und da ist eben am besten Schattenarbeit, sich mit den eigenen inneren Dämonen, mit den eigenen Schattenseiten mehr zu beschäftigen, was ja auch Spaß macht, wenn man sich mal auf die Schliche kommt. Ich darf Ihnen verraten, zum Beispiel, ich habe das Thema mit der Ungeduld, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich wusste das bis zu meinem 45. Lebensjahr nicht. Ich war mit meinem 45. Lebensjahr in Indien gerade und hatte dann mal eine Beratung bei einem indischen Astrologen. Und der sagte zu mir: "And Sir, you are impatient." Ich denke mir, was sagt der? Ungeduldig bin ich. Geht's noch? Aber ich habe da viel drüber nachgedacht. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich gemerkt, oh, meine Auffahrunfälle, meine Verträge, die ich zu schnell unterschrieben habe und lauter solche Sachen, die in meinem Leben passiert sind. Also da musste ich schon sagen, der hat der recht, dieser Astrologe in Indien. Und dann habe ich begonnen mit 45, also genau vor 10 Jahren, daran zu arbeiten. Bin aber heute noch zugange. Und mit Sonne in Haus 8, ja, haben Sie jetzt auch die Chance, mehr eben an sich zu erkennen, was es zu bearbeiten gilt. Nun schauen wir weiter. Der Mond, das ist etwas Günstiges, der Vollmond ist ja diesen Monat im Wassermann und zwar am 7. August. Somit wird Ihnen zwischen dem 6. und 8. August etwas widerfahren, wodurch Sie erkennen, was Ihnen gut tut, was Sie nährt, ja, sprich, Ihnen wird klarer, was Sie wirklich brauchen in der Zeit zwischen 6. und 8. August. Vielleicht wird Ihnen auch bewusster, was es Sinn machen würde, sich an einer bestimmten Fähigkeit auch anzueignen. Also beobachten Sie mal, zwischen 6. und 8. August ist da ein gutes Zeitfenster für Sie, sich bewusster zu werden, was Sie nährt, versorgt und was Ihnen gut tut. Dann haben wir auch Mars im 8. Haus. Und übrigens schauen Sie auch hier auch noch den Rahu. Auch diese Planeten im Haus 8, ja, sind jetzt nicht gut gestellt, ja. Das 8. Haus steht für Fehler, Mars steht für unsere Taten, ja. Und wir wollen nicht Handlungen unternehmen, ja, die auf Fehlern basieren. Aber manchmal müssen wir Unsinn machen, manchmal müssen wir Unfug machen, damit dann im Nachgang etwas geschieht, was uns bewusst macht, was es an uns zu verändern gilt. Das bedeutet, Ihre Neigung im August, ja, Handlungen zu vollbringen, die jetzt nicht die wünschenswerten Ergebnisse nach sich ziehen, ist dieses Risiko ist größer, was aber wiederum Sie befähigen kann, mehr über ihre Schwachstellen hinauszuwachsen. Ja? Und Sie sehen ja auch, wir haben ja Rahu seit Mai jetzt bei Ihnen im 8. Haus. Das bedeutet, Sie haben ja
jetzt mehr den Fokus darauf gelegt, in ihrer Entwicklung innere Stärke aufzubauen. Ja? Es geht jetzt vom Fokus her eben nicht mehr so darum, sich um materielle Sicherheit groß zu kümmern. Darin sind sie gut, Pflichtbewusstsein, sich um die Materie zu kümmern, etwas aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen, sich zuständig zu fühlen, ne? Sich ihren Verpflichtungen zu unterwerfen. Ne? Da sind sie ja Steinbock Meister darin. Sondern der Fokus liegt darauf, jetzt mal zu schauen, wo gibt es denn noch Schwächen und wie können diese überwunden werden, um zu mehr innerer Stärke zu kommen. Ja? Und gegebenenfalls werden eben dazu auch ein paar Schubser verwendet, damit sie mal da genauer hinschauen. Ja? Denn ich habe ja gerade anhand meines eigenen Beispiels gesagt, es ist gar nicht so leicht, ja, sich mit seinen Schwächen so auf die Schliche zu kommen. Und deswegen gibt es ja Astrologie, denn das ist ja eine Himmelskarte, um sich mit seinen Stärken und Schwächen zu reflektieren, verbunden mit der Perspektive des Wachstums. So, Merkur ist den ganzen Monat in Haus 9. Das bedeutet, Sie können auch sehr viel Freude darin finden oder Interessantes jetzt den Monat entdecken, indem Sie sich informieren mit Themen, die etwas mit Haus 9 zu tun haben. Nun, das 9. Haus steht für Sinnfindung, Weisheitslehren, übrigens auch die Astrologie, weil das ist ja auch eine Weisheitslehre. Das 9. Haus steht aber auch für Ethik, Moral, Sinnfindung, weite Reisen, die ihren Horizont erweitern, Reisen an heilige Orte und sich mal hier informieren. Das ist die Energie von Merkur, vor allem deshalb, weil wenn Sie den Transit hier der Planeten durch das 8. Haus durchhaben, dann werden Sie wieder einige Fragen ans Universum stellen. Und Merkur ist jetzt schon mal vorgegangen, dass Sie auch hierin schon mal zumindest informativ, ja, tätig werden. Sprich, sich über den Sinn ihres Seins, über die Suche ihrer Wahrheit mehr zu informieren oder auch sich Informationen einzuholen, wie sie ihren Lebenspfad gestalten wollen. Das ist alles Merkur in Haus 9. Die Venus ist die meiste Zeit in Haus 7 und geht dann aber auch die letzten Tage in das 8. Haus. Das heißt, diese Transformation oder Stresssituation kann auch gut was mit dem Thema Partnerschaft zu tun haben. Nachdem es anfänglich die ersten Wochen ganz harmonisch ausgesehen hat, könnte es aber in den letzten Tagen des August sich dann Stress in der Beziehung zeigen, was aber, wie gesagt, Ihnen verhilft, die Schwächen in Ihrer Person bezüglich dem Verhalten bezogen auf die Beziehung darin mehr sehen zu können. Jupiter und Saturn, die beiden langsam laufenden Planeten, haben ihre Position nicht verändert zum Vormonat. Ihnen tut nach wie vor gut Rückzug, ja, und auch Alleinsein. Ja, Meditation, Haus 12 Themen eben. Und Sie haben momentan als Aszendent Steinbock, ja, viele Planeten in ungünstigen Häusern, 8 und 12. Manches muss wohl auch losgelassen werden. Aber so ist es im Leben. Ne? Oft muss man mal Ballast über Bord schmeißen, damit man wieder klarer sehen kann oder auch das Schiff in eine andere Richtung drehen. Und in einer solchen zeitlichen Energie sind Sie auch. Wo es aber ganz gut läuft, ja, wo Sie merken, da ist auch ein gewisser Anker für Sie, das ist einfach die Arbeit. Ja. Das ist nicht verwunderlich. Ja. Steinbock ist das 10. Zeichen und den Planet des Glücks haben Sie im 10. Haus. Also Arbeit gedeiht, da brauchen Sie sich weniger am Kopf machen, sondern es geht mehr um die feinstofflichen Themen. Das ist ja auch wichtig, denn für Sie als Steinbock gilt es ja auch, mehr die Krebsqualitäten zu entwickeln, die emotionale Seite, die Gefühle,
das Innenleben, ne, sich damit zu beschäftigen und dies mehr in ihre Persönlichkeit zu integrieren. Und dafür ist jetzt der Monat August auch ein guter Zeitpunkt. Okay, das war's für Sie, Aszendent Steinbock, August 2017. So, nur zum Schluss nochmal die Erinnerung. Diese Deutung des Monats August wurde vorgenommen anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand Ihres Sternzeichens. Falls Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mit dem vorbereiteten Link unterhalb des Videos diesen bei mir unter Angabe Ihrer Geburtsangaben gratis erfragen. Außerdem, wenn Sie möchten, lade ich Sie ein, auch dass Sie Ihren Seelenplaneten mitgeteilt bekommen mit einer Seite Deutungstext, denn der Planet im Horoskop, der Ihre Seele beschreibt, ist der wichtigste Planet in Ihrem Horoskop und gibt die meiste Auskunft über Ihr wahres Wesen. Und auch diesen Seelenplaneten, wie gesagt, können Sie mit diesem Link anfordern. Dann zweitens, ich lade Sie ein, folgen Sie mir auf meiner Gruppe für vedische Astrologie in Facebook. Ja, Sie brauchen nur dazu im Suchbegriff Facebook eingeben, vedische Astrologie, und dann haben Sie mich gefunden. Und bitte nicht den Namen eingeben, weil sonst landen Sie auf meiner privaten Seite, sondern vedische Astrologie. Und dann können Sie von den dortigen Informationen sehr profitieren. Dort gibt es weitere Videos und viele interessante Themen zur vedischen Astrologie. Dann drittens, es gibt zwei Finsternisse im August, ein Mondfinsternis und eine Sonnenfinsternis. Bitte beachten Sie 3 Tage vor dem Finsternis, am Tag der Finsternis und 3 Tage danach keine wichtigen neuen Projekte zu starten, meinetwegen Arbeitsbeginn, Eheschließung, Notartermin. Ja, das wären K.O.-Kriterien, das nicht in diesen Zeitraum zu legen. Dann, ich lade Sie ein, erforschen Sie das Mysterium Ihres Lebens mit dem Studium der vedischen Astrologie an der vedischen Astrologieschule. Ganz bequem von zu Hause aus übers Internet in Ihrem Tempo mit einer Menge Perspektiven. Sie können hier mit diesem Link sich schon mal gratis weitere Informationen herunterladen. Ja, Sie erhalten dann kostenlos 2 Lehrbriefe und 2 Links, wo Sie 2 Lehrvideos dann auch herunterladen können, um diese schon mal anzuschauen. Okay, ja, das war's gewesen. Dann bleibt es mir noch, Ihnen einen fantastischen, super tollen August 2017 zu wünschen. Und freue mich auf ein Wiedersehen Ende August, wenn es wieder darum geht, planetare Großwetterlage für September 2017.